Es ist nicht leicht, den Begriff des Bösen im Rahmen der buddhistischen Tradition überhaupt zu finden. Wenn Sie Übersetzungen lesen, finden Sie es sehr häufig. Die Wurzel von Gut und Böse von Jhanaponika war ein berühmtes Büchlein. Das war einer der ersten. Es waren zwei Deutsche, die nach Sri Lanka gegangen sind und dort Pali erlernt haben, die Sprache des frühesten Buddhismus, wie er in Sri Lanka und in Burma oder Myanmar, je nach Geschmack und politischer Ausrichtung, dürfen Sie sich's auswählen, dort noch immer tradiert wird. Wenn Sie die frühen Übersetzungen lesen, die von Deutschen vorgenommen wurden, dann waren die natürlich bis in die Wolle eingefärbt mit der christlichen Tradition, das ist ganz klar. Die haben auch relativ ungeniert eine christliche Terminologie verwendet. In der englischen Übersetzungstradition findet man das weniger häufig, allerdings auch dort, denn auch Engländer, die nach Asien gegangen sind, waren von Hause aus zunächst mal Christen. Und man hat erstmal eine christliche Brille auf, wenn man auf eine andere Religion, eine andere Tradition blickt. Also das ist eine kleine Schwierigkeit. Ich möchte Sie dadurch umgehen, dass ich zwei, drei Kerngedanken herausarbeite. Und da das, was wir unter das Böse verstehen, anders kontextualisiere. Ganz möchte ich mich nicht drücken um auch eine begriffliche Erläuterung. Ich bin kein Buddhologe, habe nie Sanskrit studiert, also ich bin angewiesen auf Übersetzungen oder sehr viele Übersetzungen, die man ja vergleichen kann und mit ein bisschen einem Sanskrit-Wörterbuch kommt man dann schon ein Stückchen weiter, auch als jemand, der es nicht professionell studiert hat. Das ist sozusagen das Warnschild, das ich aufstelle. Zwei Begriffe scheinen mir zentral zu sein und eigentlich unsere Frage sehr präzise zu beschreiben. Sie finden sich bereits im frühesten buddhistischen Kanon und diese beiden Begriffe möchte ich Ihnen einfach mal so kurz vorstellen und dann auf die inhaltliche Darstellung dieser Frage, die daran geknüpft ist, genauer eingehen und das systematischer darstellen. Ich sollte eine halbe Stunde noch die Uhr zur Seite legen. Gut, das sind die zwei Sanskrit- bzw. Pali-Ausdrücke, also die war eigentlich nicht die Sprache des Buddha selbst, er hat einen Dialekt gesprochen, der diesen Sprachen allerdings relativ verwandt war. Nach buddhistischer Überzeugung ist vieles davon tatsächliches Wort des Buddha, das auch aufgeschrieben wurde aus der Erinnerung. Er hatte einen Mönch, Ananda, dem wurde die Fähigkeit eines Kassettenrekorders zugesprochen. Ja, der hat es einmal gehört und hat sich's gemerkt. Ich schließe sowas nicht völlig aus. Es gibt Eidetiker, die können das, die hören sowas einmal. Ich habe einen Pianisten kennengelernt, der hat einmal eine Klaviersonate durchgeblättert und gelesen und konnte sie dann spielen. Eine für mich nicht nachvollziehbare Fähigkeit mit meinen kleinen musikalischen Kenntnissen. Also ich will nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die das können, will damit sagen, wir können davon ausgehen, dass es dem Sinn nach durchaus vom historischen Buddha herstammt, also etwa, da müssen wir auch drüber streiten, aus dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die Stelle, die ich Ihnen anführen möchte, verwendet die zwei Ausdrücke, auf die ich eingehe, die lauten Kusala und Akusala. A ist einfach ein Negationspartikel. Kusala wird oft übersetzt als gut und Akusala als böse. Diese beiden Ausdrücke sollen also das beschreiben, was in der abendländisch-jüdisch-christlichen Tradition als gut und böse beschrieben wird. Wie das einige suggerieren. Wie gesagt, ich halte das für verfehlt und auch neuere Übersetzungen machen das nicht mehr. Man verwendet eine andere Ausdrucksweise, die dem näher kommt und spricht eher von heilsam und unheilsam.
Also was damit gemeint ist, muss ich natürlich erläutern, und wozu heilsam, was soll da geheilt werden. Aber es setzt einen völlig anderen Akzent. Ja, da geht es offensichtlich um so etwas Ähnliches wie eine Erkrankung. Und bei der Erkrankung hat man Heilmittel, und es gibt solche Dinge, die die Krankheit noch verschlimmern. Ja, das ist dann Akkusala, dasjenige, was die Krankheit noch weiter antreibt und letztlich auch die Ursache für die Krankheit ist. Sie finden übrigens diese medizinische Vorstellung immer mal wieder in den traditionellen Texten. Wobei der Buddha selbst, das haben dann erst spätere Kommentatoren gemacht, der Buddha selbst eigentlich kein metaphysischer Spekulierer war. Es gibt die berühmte Metapher bei ihm: wenn jemand von einem vergifteten Pfeil getroffen ist, nützt es wenig, wenn wir uns zusammensetzen, über die Wirkungen von Giften und über das Schießen mit Bogen und Pfeil unterhalten, sondern wir müssen ihn herausziehen. Und so hat er auch seine Lehre verstanden. Es ist eine Lehre, die einfach den Pfeil herauszieht. Ich führe eine Stelle an in dieser schon etwas modifizierten Übersetzung. Ich habe da mehrere verglichen. Paiuta und Kurt Schmidt haben das so übersetzt. Das ist aus dem sogenannten Majjhima Nikaya, der mittleren Sammlung. Und dort heißt es: Begehren ist unheilsam. Also in unserem Sinn ist das Böse. Nicht begehren ist heilsam, das Gute. Und dann wird weiter spezifiziert: Hassen ist unheilsam, nicht hassen ist heilsam. Irren ist unheilsam, nicht irren ist heilsam. Das sind die drei unheilsamen, also bösen, und die drei heilsamen, also guten Arten, sich zu verhalten oder zu handeln. Und da sehen wir schon, gut und böse ist also zunächst mal ein Attribut, das man dem Handeln zuschreibt. Es ist die Handlung, wobei das Handeln nicht, wie man es jetzt vielleicht falsch verstehen könnte, im Sinn von körperlicher Arbeit zu verstehen ist, sondern jede Art von Akt, jede Art von letztlich durch den menschlichen Geist gelenkte oder bewusst daraus hervorgehende Aktion. Also auch ein bloßer Gedanke kann in diesem Sinn eine Handlung sein. Und dann nennt jetzt hier dieses Zitat drei heilsame und unheilsame Momente, und auf die möchte ich näher eingehen, weil daran erkennt man dann, welche Rolle Gut und Böse im Buddhismus spielen. Bevor ich das aber mache, und um die Differenz herauszuarbeiten, wir wollen uns ja auch ein bisschen unterhalten später noch, um die Differenz herauszuhalten, vielleicht etwas, worauf Frau Jemming einleitend hingewiesen hat: Im Buddhismus betont man sehr stark die Erkenntnis. Ja, man sagt sogar, der Grund, warum es diese Welt überhaupt gibt, so wie sie ist, und weshalb wir diese Welt so erfahren, dass wir hineingeworfen sind in sie. Ja, es gibt zwar Esoteriker, die sagen, sie haben sich genau rausgesucht, welche Inkarnation sie wählen, aber also ich hab's nicht, ich kann mich nicht erinnern, es getan zu haben, und vielleicht teilen einige von Ihnen diese Erfahrung auch. Ich habe mich irgendwann mittendrin vorgefunden. Ich hatte Eltern und hatte eine Heimat und hatte einen Ort, wo ich lebte und so weiter. Kurz, ich war hineingeworfen in diese Welt. Und diese Erfahrung, von der geht der Buddha aus und sagt, das ist die Erfahrung des Abhängigseins, des Erleidens unserer Umstände. Das ist nicht negativ, das ist nicht positiv, das ist einfach eine Tatsache. So wie ich jetzt atmen muss, damit ich weiter existiere, das muss ich ganz einfach. Ich bin abhängig von der Luft, ich bin abhängig von der Kleidung, sie sind abhängig von den Stühlen, auf denen sie sitzen. Naja gut, einige könnten sich auch auf den Boden setzen. Wir sind alle abhängig von Wasser oder irgendeinem Getränk, wenigstens im Laufe der nächsten drei Tage, sonst sieht es schlecht aus mit uns und so weiter. In diesem Sinn spricht man im Buddhismus von der ersten edlen Wahrheit, nämlich der Wahrheit vom Erleiden aller Umstände. Wir sind abhängig und das müssen wir akzeptieren. Wir können nicht so tun, als wäre das nicht so. Das kann man nicht weghalluzinieren. Diese Art von Abhängigkeit ist aber eine mehrfach geschichtete. Das ist eine körperliche, die ist ganz ohne Zweifel so. Es ist aber vor allem auch eine geistige. Wir sind geistig abhängig von vielen, vielen Dingen und bemerken es gar nicht. Und gerade das ermöglicht uns die Weltwahrnehmung, ermöglicht uns die Perspektive auf die Welt. Und Sie wissen es selber, ein Gedanke
kann ihren ganzen Blick auf ihre aktuelle Situation völlig verwandeln. Ja, ein Gedanke genügt oft. Das heißt also, die Dinge sind da draußen nicht irgendwie todsicher in sich ruhend gegeben, sondern hängen wesentlich ab von unserer Erkenntnis. Das lasse ich jetzt mal einfach als These stehen. Allerdings ist das eine These, die der Buddha selbst ausgesprochen hat. Und das ist hier mein absolutes Lieblingszitat. Es kann sein, dass ich es sogar hier auch schon mal vorgetragen habe. Es gibt fast keinen Vortrag, in dem ich das nicht irgendwann verwende. Das ist eine berühmte kurze Rede des Buddha an die Volksgruppe der Kalama. Das zur Situation, da kamen die Menschen zu ihm und haben gesagt, hallo Buddha, Buddha wurde ja nicht genannt, Gautama, Meister, du giltst als jemand, der hat fast alles durchschaut, alles erkannt, kannst du uns weiterhelfen? Kannst du uns sagen, was los ist? Hier gibt es die Sekte, dort gibt es die Gruppe, da gibt es eine Gruppe, die sagt, ihr müsst alles in die Lust setzen, andere sagen, ihr müsst Asketen sein, wieder andere sagen, ihr müsst Gottheiten verehren. Kurz, die Menschen waren völlig verwirrt und wussten nicht, was sie tun sollten. Da hat der Buddha Folgendes gesagt. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein sehr moderner Text, das nur zur Bewertung. Der Buddha sagt zu dieser Volksgruppe, die da fragend auf ihn zukommt, geht nicht nach Hörensagen, nicht nach dem, was von alters her einer dem anderen nachredet, nicht nach Gerüchten, nicht nach der Überlieferung der Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Folgerungen, nicht nach äußerlichen Erwägungen, nicht nach der Übereinstimmung mit euren Ansichten und Grübeleien, nicht nach dem Scheine der Wirklichkeit, nicht danach, dass der Asket euer Meister ist. Wenn ihr aber selber erkennt, dass diese oder jene Dinge echt und verwerflich sind, also echt oder verwerflich sind, von den Verständigen getadelt werden und ausgeführt und unternommen zu Unheil und Leiden führen, so mögt ihr dieselben aufgeben. Einige übersetzen auch sogar, geht nicht nach heiligen Schriften, also hier nicht nach der Tradition. Also was der Buddha sagt ausdrücklich, nicht das, was tradiert ist, was alle glauben, nicht die herrschenden Meinungen, auch nicht die bloße scheinbare Logik, ist es, worauf es ankommt. Ihr selbst müsst erkennen, also die Erkenntnis verwirklichen. Und aus dieser Erkenntnis heraus könnt ihr dann entscheiden, was ist schlecht und was ist gut für mich. Was ist schlecht und was ist gut für die anderen. Was ist schlecht und was ist gut für die menschliche Gesellschaft. Und das führt dann noch fort, diese Ausführung. Und er kommt dann auf das zu sprechen, worauf ich jetzt ein bisschen genauer eingehen möchte. So ein Herzstück der buddhistischen Lehre, das ist die Lehre von den drei Geistesgiften. Was ist damit gemeint? Nun, die zentrale Aussage des Buddha in seiner Zeit richtete sich ja gegen eine tradierte Lehre. Und es war die tradierte Lehre dessen, was wir heute frühen Hinduismus nennen oder Brahmanismus, was in den Upanishaden, diesen heiligen Schriften, tradiert wurde. Und darin gab es einen zentralen Begriff, den alle hochhielten, an dem sich alle gleichsam festklammerten. Und das war der Begriff Atman, das Selbst oder das Ich, je nachdem, wie weit man es auslegt. Und die zentrale Lehre lautet, dieses Ich musst du verwirklichen. Das muss eins werden mit Brahman, dem Gott, das ist die theologische Variante. Jedenfalls ist dieses Ich das unverrückbar Letzte und die größte Sicherheit, die ihr überhaupt habt im menschlichen Leben. Das Ich ist das Entscheidende. Also dieser Atman. Und dagegen hat der Buddha eine ziemlich boshafte Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, ist dieser Glaube an den Atman, an das Ich, nicht eine völlig närrische Lehre? Denn wenn ich mich genau ansehe, heute fühle ich mich so, morgen anders, was an mir soll denn eigentlich bleiben? Und am Ende sterbe ich. Und wo ich herkomme, wo kommt dann der Atman her? Also er hat viele Argumente vorgebracht, um diesen Atman zu entzaubern. Und er sagte dann auch, dieser Glaube, und das muss man jetzt ein bisschen ausweiten, an eine, die Buddhisten nennen das Selbstnatur, an eine Selbstnatur der Menschen oder Dinge, dieser Glaube ist der große und fundamentale Irrtum.
Um diesen Glauben herum tanzen die Welten. Ich muss ein bisschen erläutern, was damit gemeint ist. Was ist das für ein Glaube? Das ist zum Beispiel der Satz, ich bin ein erfolgreicher Mann. Nein, ich bin eine Frau und unterscheide mich ganz genau von allen Männern dadurch, dass ich mich von ihnen emanzipiert habe. Ich bin ein Deutscher und bin kein Amerikaner und kein Grieche. Ja. Oder ich bin Mitglied der katholischen Kirche, ich bin kein Protestant oder ich bin Protestant und garantiert kein Katholik. Ja. Kurz, Sie kennen alle diese Spielchen. Ja. Oder ich gehöre zur XY-Familie. Oder ich bin der Mann dieser Frau oder ich bin die Frau dieses Mannes. Ich bin der Sohn dieser oder jener Person. Also man definiert seine ja unmittelbare Erfahrung, ein Mittelpunkt der Welt zu sein, die definiert man zu einer letzten Wahrheit. Das ist suggestiv und wenn man ein bisschen meditiert über diesen Gedanken, dann muss man sagen, ja zunächst leuchtet es ja ein. Wenn Sie mal jetzt im Augenblick von sich selber ausgehen, Sie sind im Augenblick der Mittelpunkt der Welt. Der Rest der Welt, alles Übrige ist entweder das über Ihnen, unter Ihnen, hinter Ihnen, vor Ihnen, rechts oder links. Ja, und Sie sind genau in der Mitte. Versuchen Sie mal aus dieser Mitte herauszugehen, sich von außen anzugucken. Vorstellend kann man das zwar, aber Sie können es nicht tun. Sie bleiben immer die Mitte der Welt. Also es ist schon sehr suggestiv zu sagen, okay, dieser Mittelpunkt zu sein, das ist ja offensichtlich eine tiefe Wahrheit. Wenn man aus dieser Wahrheit einen Gedanken macht und aus diesem Gedanken handelt, dann gerät man und tappt man allerdings in eine Falle. Wenn Sie sich einfach zurückerinnern, was Sie waren mit, weiß nicht, was Ihre frühesten Jugenderinnerungen, Kindheitserinnerungen sind, bei mir ging es irgendwie, naja, sagen wir mal mit 3,5, 4 Jahre kann ich mich noch an einige Ereignisse erinnern. Und wenn ich mir überlege, was seit der Zeit alles mit mir geschehen ist, wenn das alles so an einer Wäscheleine, genannt ich, aufgehängt würde, mit der Wäscheklammer der verschiedenen Erfahrungen, dann muss ich sagen, das ist eine absurde Vorstellung. Dieser kleine Knabe von damals hat mit dem Menschen, der heute vor Ihnen steht, wirklich nichts mehr zu tun. Sie würden sagen, aber ohne den wären Sie doch gar nicht. Ja, das ist schon richtig. Ja, ich bin daraus hervorgegangen. Aber es gibt nicht ein benennbares Etwas, außer meinem Namen natürlich, also außer meinem Personalausweis, gibt es natürlich nichts, was diese Identität aufrechterhält. Und das gilt übrigens für alle Dinge. Von irgendetwas zu glauben, es existiere aus sich selbst, sagt der Buddha, das ist der größte Irrglaube. Alle Phänomene, ob geistiger Art, also Gedanken, ob in der Natur, ob in der Gesellschaft, sind dadurch charakterisiert, dass sie gegenseitig abhängig sind. Alle hängen gegenseitig voneinander ab. Ich spreche jetzt in der Sprache zu Ihnen, die ich nicht gemacht habe. Und trotzdem verstehen wir uns. Ich hoffe zumindest ein bisschen was, verstehen Sie. Ja. Wir atmen die gemeinsame Luft, sind völlig abhängig davon. Ich habe es vorher schon gesagt, ich trage an meinem Leibe kein Kleidungsstück, das ich selber geschneidert habe, das aus irgendwelchen Stoffen hervorgegangen wäre, deren Pflanzen ich selber angebaut habe, deren Wasser ich auf die Felder gekarrt habe und so weiter. Alles an dem, was ich um mich hier sehe, ist von anderen gemacht, bereitgestellt. Ich bin völlig abhängig davon. Und so zu tun, als wäre ich es nicht, ist absurd. Was ich Ihnen jetzt sage, das habe ich irgendwoher gelernt. Gut, ich habe auch mal über einiges nachgedacht, das will ich nicht leugnen. Es kam vielleicht ein bisschen was Neues hinzu. Aber ich bin unendlich dankbar und abhängig von all dem, was ich gelernt habe. Das heißt, wir dürfen nie davon ausgehen, wir seien so eine Art Mittelpunkt der Welt mit einem angeborenen Wissen und mit einer angeborenen Substanz. Und das sei die Voraussetzung für alles Weitere. Das ist das, was der Buddha jetzt in sehr, sehr einfachen Worten kritisiert hat, was die spätere buddhistische Philosophie dann systematisch entfaltet hat. Darin gibt es noch eine ganze Reihe von sehr merkwürdigen zirkulären Beziehungen, aber auf die kann ich jetzt im Augenblick vielleicht in der Diskussion dann etwas genauer eingehen. Nun ist dieses Abhängigsein weder gut noch böse. Das ist einfach eine Grundverfassung für alle Lebewesen, ja für alle Phänomene. Das muss man als einfache Wahrheit aussprechen. Wir glauben aber, wir seien etwas nur für uns selbst. Immer mal wieder glauben wir es auch nicht.
Sicher, es wird immer mal wieder enttäuscht, aber wir gehen alle fest davon aus, dass, aber das bin ich doch, das ist doch meins. So diese Haltung und Vorstellung kennt, glaube ich, jeder. Und diese Haltung und Vorstellung wird immer wieder enttäuscht, weil wir eben gegenseitig abhängig sind von allen Phänomenen. Und das bedeutet, wenn sich die Phänomene ändern, ändert sich unsere Abhängigkeit und wir werden enttäuscht. Menschen um uns herum verlassen uns, sterben, wir verlieren unseren Job, wir werden plötzlich alt. Ich bin früher so gerne in die Berge gegangen, habe nie so viel schnaufen und atmen müssen, wie ich das heute muss und so weiter. Ständig ändert sich was. Das heißt, alles ist vergänglich und ist veränderlich. Das ist die Rückseite dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Auch das muss man einfach akzeptieren. Tun wir aber nicht. Wir halten gegen die Vergänglichkeit etwas fest, nämlich diese Ich-Vorstellung. Und wenn man diese Ich-Vorstellung festhält, dann erliegt man einer Illusion. Und diese Illusion kann man nur aufrechterhalten, wenn man zwei Dinge tut. Man muss diese Illusion verteidigen, indem man, ich verwende ganz gern den Ausdruck Ich-Territorium, ja, jeder von uns baut so ein Ich-Territorium auf, wo man sagt, mein, nicht mein, diese Unterscheidung macht. Dieses Ich-Territorium verteidigen wir dadurch, dass wir übergreifen auf andere Ich-Territorien. Ich will das haben, was der auch hat, ja. Das will ich auch sein. Ich will dies oder das. Wir greifen über auf andere Territorien, um unser Ich-Territorium aufrechtzuerhalten. Das ist der schlichte Ausdruck für das, was der Buddha die Gier nennt. Das ist die Gier. Nun ist es aber so, dass wir nicht allein sind auf der Welt. Auch andere tun das. Die greifen auf unser Ich-Territorium über. Ja? Guckt jemand meine Frau schief an oder plötzlich merke ich, der verdient ja mehr als ich und hat mit mir Examen gemacht. Wieso verdient er mehr als ich? Das ist doch eigentlich mein Recht und so weiter. Wir vergleichen uns mit anderen und schon entsteht subtile Aggression und Ablehnung im Buddhismus bis hin zum Hass. Also man kann das Ich-Territorium, diese Blindheit, dieses Nichtsehen des Abhängigseins von allen anderen, die kann man nur verteidigen, indem man Gier und Hass entfaltet. Und das sind die drei Geistesgifte, die der Buddha erwähnt. Und diesen drei Geistesgiften zu folgen, das nennt der Buddha Akusala. Das ist unheilsam. Das ist eigentlich das, was wir das Böse nennen. Sie zu bekämpfen, also zu sagen, immer wieder sich zu sagen, Moment, es ist so viel vergänglich, es ist todsicher so, dass ich vergänglich bin. Ich muss das akzeptieren. Sich selber zu sagen, ich kann doch auch mit dem, was ich jetzt habe, zufrieden sein, ich muss mich nicht ständig mit anderen vergleichen, ich brauche diese Gier gar nicht. Und schon gleich gar ein Hass auf andere, nur weil die irgendwas Merkwürdiges sagen, die Augenbraue hochziehen oder was auch immer. Ich hab's vorher gerade gesprächsweise erzählt, als ich mit der S-Bahn hierher fuhr, saß ein Mann links von mir und da hat sich so ein junges, na, sagen wir mal ein bisschen exotisch gekleidetes und rasiertes und junges Pärchen hingesetzt. Und ich habe es nicht ganz mitbekommen, es entspann sich ein Streitgespräch zwischen dem jungen Mann und dem älteren Herrn, der da saß. Und es hat sich in kürzester Zeit atemberaubend aufgeschaukelt, die haben sich gegenseitig angebrüllt. Dieser kleine Junge, der war nicht sehr groß, hat eine Stimme gehabt, ich habe mich gefragt, wo die herkommt, und hat dann mit einer Wut plötzlich gesprochen, aus für mich nicht erkennbaren, nichtigen Anlass, und am Ende hat er die Notbremse gezogen und hat gesagt, das muss ich dem Schaffner sagen. Also da sehen Sie schon, wie aus einer winzigen Kleinigkeit, ich weiß nicht, was der ältere Herr da zu ihm vielleicht gesagt hat, möglicherweise du hast einen komischen Ohrring durchs Ohr oder irgend so eine Bemerkung, und schon ist daraus eine Kettenreaktion entstanden, die Fahrgäste sind dann fast auf die Losen und sagen, ich muss zur Arbeit, ich muss weg hier. Also Sie sehen schon, aus winzigsten kleinen Hassreaktionen entfaltet sich eine ganze Kette von negativen Handlungen und Vorstellungen. Es war heute eine wunderschöne kleine Lehre und Einleitung für diesen Vortrag für mich wieder. Das heißt also, was der Buddha sagt, ist, es kommt sehr, sehr darauf an, zu verstehen, dass diese unheilsamen Handlungen, die wir da aus Hass oder Gier begehen und letztlich gründen in der Nichterkenntnis unserer gegenseitigen Abhängigkeit.
Pratitya Samutpada, heißt es auf Sanskrit. Diese Nichterkenntnis führt uns letztlich immer wieder dazu, dass wir hereinfallen auf kleine Regungen der Gier, statt sie einfach verklingen zu lassen und zu sagen, na gut, ist zwar hübsch, muss ich aber nicht unbedingt haben. Sie kennen vielleicht diesen schönen Satz von Sokrates, ich bin heute wieder über den Markt gegangen und ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich gesehen habe, was ich alles nicht brauche. Ja, also so diese Nichtgier zu leben, das ist das Gute. Das ist das, was der Buddha empfiehlt. Fall nicht auf deine eigene Gier herein und fall vor allem nicht auf deinen eigenen Hass herein. Dein eigener Hass, der lenkt dich zu unmöglichen Handlungen, deren Konsequenzen du dann vielleicht bitter bereuen wirst. Und es kann nur ein ganz kleiner Hass sein. Das kann einer sein, ich lächle trotzdem freundlich, aber zu Hause sitze ich dann da und ärgere mich und die Gedankenmühle läuft und ich fühle mich fürchterlich schlecht. Der Hass hat sich plötzlich in etwas verwandelt, was man schlicht und ergreifend als Hölle bezeichnen kann, eine Gedankenhölle. Es gibt im Buddhismus nicht so etwas wie einen physischen Ort Hölle oder einen physischen Ort Himmel. Das sind geistige Zustände. Und deshalb ist das Böse auch nicht irgendwo lokalisiert. Und wenn auch in manchen Schriften in volkstümlicher Absicht das Böse manchmal personifiziert wird, dann nennt man es Mara. Ja, wenn Sie sich den Kontext anschauen, ist Mara eigentlich immer ein Einflüsterer. Das ist eigentlich immer der innere Dialog, in dem man zu sich selber irgendeinen Unsinn sagt. Ja, also vor allem wie Buddha kurz vor der Erleuchtung sagt ihm Mara alle möglichen Dinge und das kann man eigentlich wunderbar so übersetzen. Es gingen ihm noch diese Gedanken durch den Kopf. Die hat er noch nicht völlig beiseite gehabt. Da war er noch abhängig davon. Und dann hat er diese Gedanken auch noch beseitigt und Mara, also das Böse, hatte keine Macht mehr über ihn. Was folgt jetzt daraus? Wir wollen ja auch wissen, wenn es das Böse in diesem Sinn nicht als eine eigene Wesenheit gibt, also weder riecht das Böse im Buddhismus nach Schwefel, noch hat es Hörner auf, noch regiert es in einem speziellen Reich, obwohl es das natürlich im Volksbuddhismus alles auch als Anschauung gibt. Ja, das ist ja auch nicht so leicht zu erklären, dass das Böse dein eigenes Denken ist. Viel eher vermuten wir die Dinge da draußen. Also geht man in der Lehre dann den Schritt und sagt, ja schau, da gibt's also Bereiche, da fühlst du dich sehr, sehr unwohl und langsam führt man dann jemand dahin und sagt, schau, dieser Bereich ist ja nur dein eigener Geist. Das ist ja nur dein eigener Geist, der dich in diesen Zustand versetzt. Wenn man das so begreift, dann kann man auch einen zentralen Begriff, den ich jetzt doch nicht meide, aus dem Buddhismus relativ plausibel erklären. Das ist der Begriff, den Sie alle schon mal gehört haben, Karma. Ja, Karma steht im Buddhismus scheinbar, so steht es jedenfalls in manchen Handbüchern, das ersetzt das, was in den abrahamitischen Religionen sowas wie Sünde und Strafe durch ein göttliches Wesen darstellt. Und im Buddhismus gibt es so einen Gott nicht, da gibt es das anonyme Gesetz von Karma und das folgt der Ursache und Wirkung. Und so, wenn ich was handle, dann ist der Schatten des Karma hinter mir und irgendwann reift es, das Karma, und dann büße ich es bitter. Das ist so die naive Vorstellung. Was damit eigentlich gemeint ist, ist was ganz Einfaches, man muss es nur verstehen. Wenn Sie irgendeine Handlung ausführen, oder irgendeinem Gedanken folgen und wieder folgen und wieder folgen und die Handlung wiederholen, was entwickelt sich dann bei Ihnen? Zwei Dinge. Erstens, Sie können diese Handlung immer besser, immer flüssiger. Ja, weiß nicht, wer von Ihnen mal geraucht hat. Die erste Zigarette war vielleicht noch ein Erlebnis, war abenteuerlich, man hat gehustet und man kam sich ganz toll vor, weil man jetzt mit 15 schon fast erwachsen war. Und die dritte und vierte und fünfte Zigarette und irgendwann hat man sie einfach eine angesteckt und hat es gar nicht mehr gemerkt. Das heißt, aus einer Handlung wird langsam etwas Unbewusstes und dann verwandelt es sich in eine Gewohnheit. Und plötzlich wird aus der Handlung eine neu geformte Person. Aus dem harmlosen kleinen Rauchen wird plötzlich eine Raucherin oder ein Raucher. Die gute Nachricht ist, man kann das wieder loswerden. Die schlechte Nachricht, derartige Gewohnheiten, Karma, ist sehr, sehr schwer wieder zu reinigen.
Im tibetischen Buddhismus sagt man, ich zitiere das sehr gerne, da verwendet man nicht den Ausdruck das Böse. Meistens, man spricht viel von Negativität, also alles, was mir früher oder später Leiden zufügt, was anderen Leiden zufügt, das ist negativ, es wird einfach abgelehnt, im ganz schlichten Sinn, das mag ich nicht. Ja. Und im tibetischen Buddhismus sagt man, das Negative, die Negativität hat überhaupt keine guten Eigenschaften, bis auf die eine, man kann sie reinigen. Das ist das Wesentliche. Und da sehen Sie einen ganz wichtigen Unterschied, der, glaube ich, also auch vielleicht für unser Gespräch wichtig ist oder interessant ist. Das Böse ist eben keine starre Eigenschaft, sondern sie ist etwas, das Böse in diesem Sinne, nämlich als eine negative Gewohnheit, die sich herausgebildet hat, ein Karma, negatives Karma, das ist etwas, das kann man auch wieder verändern. Das kann man auch wieder reinigen. Das heißt, das, was wir sind als Menschen, wie wir denken, unser Charakter, das ist etwas, was wir selber herstellen. Das ist etwas, was wir selber gestalten. Wir gestalten uns selbst hin zum Guten oder Bösen. Das Böse ist nicht, was da draußen, was auf uns zukommt, was uns vielleicht nur verführt oder wie auch immer. Sicher gibt's Verführer und es gibt Verführung, ja, Zigarettenwerbung, ist klar. Vielleicht kennen Sie den wunderbaren Film Thank You for Smoking, wo das genau vorgeführt wird, wie das funktioniert. Aber man kann immer Nein sagen, wir sind Menschen und insofern ist Befreiung möglich, weil wir frei sind, Nein zu sagen. Nein zu unseren negativen Gewohnheiten, das erfordert ein bisschen Anstrengung und Arbeit. Es gibt ein Universalmittel, um das Böse in was Gutes zu verwandeln, im buddhistischen Sinn, also das Unheilsame in was Heilsames zu verwandeln. Es gibt viele kleine Techniken, Schlüssel, es gibt 1000 buddhistische Schulen und unheimlich viele Meditationspraktiken, auf die ich jetzt natürlich alle nicht eingehen werde. Aber es gibt einen Universalschlüssel. Wir sind sozusagen der Hausmeister in unserer eigenen Psyche, ja. Und da haben wir einen Universalschlüssel. Inzwischen schon fast ein Modebegriff und trotzdem spreche ich ihn aus. Das ist die Achtsamkeit. Durch Achtsamkeit können wir unbewusst gewordene Gewohnheiten wieder bewusst machen. Dazu muss man einiges tun. Ein wichtiger Weg ist zum Beispiel die Verlangsamung. Man macht es etwas langsamer. Wenn Sie Kindern etwas beibringen, das Rechnen, das Sprechen, das Klavierspielen oder was auch immer, dann fangen sie wieder an, langsam zu sprechen, langsam zu spielen. Das heißt, man hebt sie ins Bewusstsein. Wir sind gewohnt, die Dinge sehr schnell und immer noch schneller und dann unbewusst auszuführen. Und genau das ist die große Gefahr dabei. Das kann neutral sein, das kann durchaus positiv sein. Ich bin glücklich, dass ich ein Instrument spielen kann und nicht jedes Mal nachdenken muss, wie ich die Finger bewegen muss. Das ist eine positive Geschichte, das will ich nicht ändern. Aber ich weiß darum. Aber es gibt natürlich auch viele negative Dinge. Ich mag um 5 Uhr immer fürchterlich gerne zu einer Tasse Kaffee etwas Süßes. Und so wie ich vor Ihnen stehe, sehen Sie auch das Ergebnis. Ja, das ist sozusagen das negative Karma. Ja, das sind die Dinge, das ist jetzt nicht böse in irgendeinem hohen theologischen Sinne, es ist aber unheilsam. Ja, auch im medizinischen Sinn ist es nicht gerade sehr heilsam. Das heißt, es ist etwas, woran man sich gewöhnt, was aber uns selbst dann schadet. Das sind jetzt die kleineren, die harmlosen Sachen, die Ihnen glücklicherweise noch ein Lächeln entlocken. Ich will gar keine bösen Eigenschaften nennen. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis, als wirklich, seit meiner frühesten Kindheit war ich immer ein Pazifist. Und als ich gelesen, und ich berufe mich nie auf Neurowissenschaften, aber eins fand ich dann doch interessant. Eines fand ich interessant, wenn man zu einem massiven Krieger ausgebildet wird, dann werden auch Gehirnregionen geschädigt, und zwar genau die Gehirnregionen, die des Mitgefühls fähig sind. Gott sei Dank ist auch das wieder rückgängig zu machen, aber es dauert ziemlich lang. Also auch dieses negative Karma kann man wieder ändern. Es gibt sicher negatives Karma, das kann man nicht mehr ändern, wenn ich mir einen Finger wegschneide aus Unachtsamkeit, das kann man sicher nicht rückgängig machen, aber es gibt andere Dinge, die können wir rückgängig machen. Der Grundgedanke also, damit schließe ich mit meinen letzten 2 Minuten, nach meiner Uhr ist dann die halbe Stunde vorbei.
Der letzte Gedanke ist also, das, was das Böse im Buddhismus ist, ist eigentlich das Unheilsame. Und das Unheilsame ist das, was aus den drei Geistesgiften, Gier, Hass, Unachtsamkeit, könnte man eigentlich das auch nennen. Nichtwissen ist einfach nur Unachtsamkeit. Was daraus hervorgeht, das kann man wieder rückgängig machen. Ja, man kann den Teufel in einen Engel verwandeln, sozusagen metaphorisch gesprochen. Ja, man kann die Hölle reinigen. Ja, die Hölle friert ein. Ja, wenn man so will. Es wird ganz kühl in der Hölle, wenn man achtet darauf. Denn die Hölle besteht genau in den unachtsamen Abläufen und Gedanken. Ein wichtiger Weg, um Achtsamkeit in einem umfassenden Sinn zu verstehen, das ist heute nicht unser Thema, aber ich will das wenigstens als Ausblick in einem Satz sagen, steckt schon in dem Wort drin. Ich habe das mal in einem Buch geschrieben, da hat der Lektor das bemängelt, das sei nicht deutsche Sprache. Gott sei Dank habe ich dann doch wenigstens bei Heidegger ein Zitat gefunden, der es genauso verwendet. Und zwar, Achtsamkeit gedeutet als in die Acht nehmen, behüten, schützen. Also auch das bedeutet Achtsamkeit. Ich achte auf mein Kind, ich achte auf meine Frau, ich achte auf meine Mitmenschen. Das heißt, ich will sie auch behüten, ja. Wie der Buddha das nennt, mich selber schützen, schütze ich die anderen schützen, schütze ich mich selbst. Genau das ist Achtsamkeit jetzt in die soziale Dimension ausgeweitet. Und dafür ist der zentrale Begriff das Mitgefühl, Bodhicitta im Buddhismus. Das heißt, was uns hilft, das Böse zu überwinden bei uns selber, und da müssen wir uns immer zunächst mal dran halten, ist die negativen Denkgewohnheiten, die uns nur schaden, unter denen wir leiden oder womöglich andere auch leiden, die uns zuerst bewusst machen und aus der achtsamen Erkenntnis dieser Handlungsmuster dann sie langsam zu verändern. Der Buddhismus ist ein Weg des Allmählichen. Ja, es gibt zwar im Zen so diese plötzliche Erleuchtung, aber ich rate Ihnen, machen Sie das erst, nachdem Sie 20 Jahre lang den langsamen Weg geübt haben. Also das ist ein langsamer Weg. Ja, schrittweise Veränderung, und es ist nicht etwas, wo es vorher irgendein Bekenntnis ablegen müssen. Sie tun es einfach. Achtsamkeit, es ist was ganz Neutrales, wenn man so will, obwohl es was ganz Geheimnisvolles ist. Und aus dieser Achtsamkeit heraus erwächst dann auch schrittweise, glaube ich, Mitgefühl in einer Gesellschaft. Und insofern kann auch langfristig das Böse in der Gesellschaft, ich bitte das in Anführungsstriche zu nehmen, reduziert werden. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Es ist nicht ausgeschlossen. Da steckt nicht irgendeine Selbstnatur dahinter, die das Böse am Leben erhält. Und es steckt nicht irgendein Gehörnter dahinter, der es immer wieder neu hereinbringt. Wir könnten es tatsächlich reduzieren und beseitigen. Ob wir es tun, das weiß ich natürlich nicht. Ich wünsche mir's. Und dafür zu kämpfen ist engagierter Buddhismus, das nebenbei bemerkt. Jeder für sich selbst ist aber jemand, der auch ohne jegliches buddhistisches Bekenntnis einfach diese Achtsamkeitsübung machen kann und dann das Böse im Sinn von unheilsam bei uns selber zu vermindern und damit vielleicht ein wenig mehr Glück auch in die Welt zu bringen. Vielen Dank.